Leute, willkommen zu Video Nummer 7 von COD MW2 2022. Nick, noch im Chat. Es ist schon 1.54 Uhr. Teddy noch live on ear. Und ja, die Mission machen wir noch. Dann wird der Stream hier auch enden, beziehungsweise für euch wieder ein Video mehr. Und ich versuche das alles so schnell wie möglich hochzuballern, dass ihr euch vor Release das angucken könnt, ob COD vielleicht was für euch ist. In dem Sinne, gehen wir rein. Wollen wir Raketen von oben aus? Lästig. Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starke Worte sind so wichtig. Achso, die Sequenzen lässt natürlich immer am Ende eines Videos laufen und am Anfang des Videos, dass man einen Zusammenhang hat. Außer in meinem gottlosen Rage-Video, wo ich gebrochen wurde. Du kannst mir nichts mehr befehlen. Selbst die Hunde in Las Almas bellen mich nicht mehr an. Mireste, sie ist Ex-Militär. Wir dienten zusammen. Andere Trupps, selber Einheit. Ihr wart die Wilden, hä? Los Vaqueros. Wir waren die seriösen Señores y Señoras. Bist du der Sache mit dem Sohn von La Araña? Te acuerdas? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña-Vollstrecker kein Blut vergießen. Genau das haben wir getan. Ihr musstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Er wurde ohne Zwischenfall in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergießen. Er sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet und dann übernommen. Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefühlt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten. Nicht Sicarios. Und du? Du entehrst die Armee. Y tus hermanos, no? Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, no? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen. Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Zieh es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Carajo! Puta madre, Alejandro! Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt euren Terroristen und eure Raketen ohne Blut vergießen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mache ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles! Fuck! Geht keinen Deal ein. Das endet böse. Dann haben wir jetzt Zeit zu reden. Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich gebe dir 10 Sekunden, dann zeige ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir. Ich kenne die Ziele nicht. Ich bin Kurier, ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sage ich euch, wo Hassan ist. Als Gegenleistung lasst sie mich gehen. Und verschwindet aus Las Almas, se me largan ya. Deal. Bis dahin bleibst du schön brav hier. Durch das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelwareversteck benutzt. Nordwestlich davon ankert ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Wir denken, das ist die Rakete. TF-141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit 3 Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Graves, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Bohrinsel voraus! Okay, das ist unser Ziel. Channels 1 und 2 zu den Einhaktpunkten. Laden wir uns selbst ein. Alle Stationen, Schiff in
Sichtweite. Verstanden. Abschnitt vorbereiten. Bleibt auf dem Trank. Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete. Und wenn sie lügt? Gott hilf ihr. Gott hilf uns allen. Drei seid für alles. Könnte eine Falle sein. Kommando, wir sind bereit. Verstanden. An die Arbeit. An die Arbeit. Gibt's hier eine Trophy? Eingehakt. Ja. Auf und auf sie. Darf ich auch keine Gegner zu bitten? Zwei Stück. Doch, doch. Ist auf dieser Plattform. Ich will eine vollständige Eindämmung. Die erste ist ziemlich einfach, die zweite ist tricky. Alles klar, drei Alcatraler im Innern. Gehen rein. Aber mach erst mal das hier unten. So, nach rechts, alles sicher. Das hat denn die lange gedauert. Rechts, alles sicher. Raum gesichert, komme raus. Wenn du jetzt die Treppe mit dem hochgehst, siehst du dann zwei Dixie-Klos rechts. Schieß auf das linke Dixie-Klo, auf das geschlossene, bevor die dann ganz die Treppe hochgehen. Weiter, weiter. Ghost, unterwegs zum Hauptdeck. Wie ist dein Status? Gehen jetzt auf Schwimmchen. Roger. Ich hab da drauf geschossen, da hat jemand drin rumgeplägt und es ist nichts passiert. Dann zum Kontrollpunkt nochmal zurücksetzen. Du musst das da, wo die Tür aufgegangen ist. Die Toilette musst du anschießen, bevor die sie anschießen. Sind unterwegs zum Hauptdeck. Dort schießt sie an. Letzte Kontrolle. Die linke Toilette. Ja, ja. Die linke. Ghost, unterwegs zum Hauptdeck. Ja! Gehen jetzt mit Shadow 3 an Bord des Schiffs. Roger. Geil. Das ist natürlich eine richtig geile Trophäe. Hat sich was Gutes überlegt. Ja, die habe ich erst nicht gefunden, die hat mir der mitgezeigt. Blendgranate geworfen! Ich habe das Zufall gefunden. Die Rapinches Cabrones wissen, dass wir hier sind. Wir müssen uns beeilen. Alle Shadows ausschwärmen. Ich will den Container sofort überwacht haben. Zwei bestätigt, unterwegs. Wir müssen los. Oh, so ein Text, nice. Ziel ausgeschaltet. Shadow 1, Ghost. Leuchtsignale von der Bohrinsel gesichtet. Wie ist euer Status? Over. Ghost, Sie signalisieren dem Schiff. Sie werden die Rakete starten. Zweimal die rechte beschossen, naja, links ist der, wo der Daumen rechts ist. Nach oben zählen. Wie war Granat zurückwerfen? R1. Also wie man es selber über. Bringe nach oben vor! Ich gebe Deckung! Que carajo! Scheiße, ja! So, nimm die Treppe, flankier sie! So, ihr beiden Gutsnächtle. Ich, gut, Lächle. Ich danke dir für den Toilettengrind, dass ich die Trophy holen könnte.
ist die Treppe nicht. Andere Seite. Okay. Mach doch wieder abkürzen, der Air Max. Ich liebe LMGs. Wenn die Multiplayer so ist, die ist auch verdammt geil. Sind gesichert. Rücken jetzt zum Container vor. Verstanden. Bestätigen, wenn das Ziel neutralisiert wurde. Oh, was hat denn die Sonnenbänge für ein Problem, einfach zu schießen und Nadel und Nachladen abzubrechen? War das nicht mehr abbrechen oder habe ich schon was verpasst? Gesichert. Rücken jetzt zum Container vor. Verstanden. Bestätigen, wenn das Ziel neutralisiert wurde. Öffnen. Close the windows. Close the doors. Wo ist die Steuerung? Auf dem verdammten Schiff. Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff. Sie haben Ihre Befehle, Junge. Die Rakete darf nicht stoppen. Alejandro, Feuerschutz. Soak mir nach. Wir gehen auf das Schiff. Ich gebe euch Deckung, Hermano. An alle Einheiten. Raketensteuerung gesichert. Ich wiederhole. Raketensteuerung. Auf dem Schiff kriegst du die zweite Trophäe. Los, los, ausrücken! Nice. Los, wieder in Wasser, näher an unserer Position. Ich glaube, das müsst ihr mal machen, wenn ihr die Kampagne durch habt. Verstanden. Du darfst an Deck müssen wir zur nur über die Container die und nach vorne die gehen. Du darfst den Boden nicht berühren. Okay. Über die Rampe. Auch wenn du Schiff schon aus dem Boden schützt, dass du den Boden nicht berühren dann. Feuergefecht. Also sprichst du nur von dem Boot, der fährt von gleich nach um auf den Container zu kommen, ohne den Boden zu berühren. Wir müssen den Start verhindern. Alle Kantor, halte von der Bohrinsel aus Wache. Wir rücken nach oben vor. Container sind unsere einzige Deckung.
Uhr nachladen. Finde ich auch geil. Hier ist oben. Nach der Tür zu. Sieh nach, die Steuerung liegt dahinter. Okay, zurück! Inferno 1, sprengen den Brückeneingang auf. Boah, das wird doch bestimmt verzweifelt, oder? Bei der Tür, die wir zurück gewöhnt haben. Oh ja. Los. Ich glaub. Ich hab für die Trophäe habe ich über 3 Stunden gebraucht. Sicher! Alles sicher. Bewegung. Brücke ist 2 Decks rauf, ja? Positiv. Brücke aufs 2. Deck vor. Kontakt! So, in den Korridoren flankier sie. Arthur, was ich da gemacht habe. Das war doch ein Schaden. Ach nee, hier ist was. Arm gesichert. Du hast gar nicht gesichert. Du hast nicht gestanden, du faule Schweinehaut. Korridor sicher! Oh nein, meine Fresse. In den Korridoren flankier sie. Das war's. Raum gesichert. Korridor sicher. Granate! Du Scheiß. Einfach auf dem Teamkameraden zurückgeschmissen. Bist du ein richtiges dummes Rennvieh, Alter? Was tust du von hinten reinpushen? Alter, ey. Alles geht schon.
sicher. Frechen Mistkerle. Treppe rauf. Viktor 1, wir rücken zur Brücke vor. Nicht okay, schießen, mal die Treppe rauf. Bestätigt. Vierer Katala im Inneren. Roger, bereit halten. Okay, haben die Steuerung. Genau, ihr krassen Typen, ihr habt alles gesichert. Blicken uns ein. Komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon, Baby. Fuck. Wir können sie nicht entschärfen. Wieso nicht? Es ist zu spät. Gibt es keinen Abbruchcode? Tja, also dieses Fenster hat sich wohl geschlossen. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Rakete ist in Startphase und zündet gleich. Bitte komm. Verstanden, Shadow. Dann müssen wir sie sprengen. Verstanden, Kommando. Bitte warten. Soap, ran an die Steuerung. Wir müssen das gemeinsam machen. Jetzt tickt die Uhr, also müssen wir uns sputen, Bruder, okay? Zwei-Mann-Job, Soap. Bin drin. Kommando, sind an der Steuerung. Was ist der Befehl? Geben Sie den SNS-Code ein für die Detonation. Was ist ein SNS-Code? Sprengung nach Start. Wir zerstören die Bohrinsel mit der Rakete. Alejandro ist noch dort mit den Shadows. Alle Einheiten, räumt die Bohrinsel! Wiederhole, räumt die Bohrinsel! Leute, wie viel Zeit haben wir? Eine Minute! Verstanden, in Bewegung! Los, an die Steuerung, Soap! Genau. Aktiviere den Diagnosemodus, um den Login zu umgehen. Soap, drück die Tasten Clear und Mode gleichzeitig. Erledigt! Genau. Moment, was passiert hier? Noch eine Minute sind nur die etwas Technikmagie. Okay. Jetzt brauche ich die letzte Ziffer in Reihe 2, Spalte 1. C wie Charlie. Perfekto. Ihr Ziel ist New Orleans. Nicht mehr. Ziel aktualisiert. Drück Execute und das war's. Genießen wir unser Werk, Sergeant. Und Abschuss. An alle, Achtung, gleich knallt es! Rakete abgefeuert. Wunderschön scheiße. Heilige verdammte Scheiße. Alejandro, alles okay? Heilige Mutter Gottes, das wird der Wahnsinn an. Alles okay? Bestätigt, dir? Hier ist alles gut, Hermano. Gold Eagle hier, Shadow 1. Treffer, Treffer. Rakete und Bohrinsel zerstört. Verstanden, Shadow 1. Gut gemacht. Jetzt raus da und nach Hause. Soap, Ghost, danke für die gute Arbeit. Verstanden, Kommando. Zurück zur Basis, Männer. Eine schnelle Runde. Ja. Was ist das? Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Was? Ganz recht. Bist du irre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also nehme ich sie. Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein, nein, nein. Du kannst mir nichts befehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der ist zu weit, Graves? Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Also ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Ach du Scheiße. Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich, Cabron? Meine Männer sind da drin. Ich fürchte nicht. Deine Männer wurden verhaftet.
Alter. Graves, was soll das? Die sind verrät. Hörst du, Ghost? Das war ein großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Dieser Mistkerl. Findet sie! Krass, krass, krass. So Leute, das war's mit Video Nummer 7. Gerne kostenlos rein abonnieren hier auf YouTube, Like da lassen. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu meinem Twitch-Kanal, Insta und allem anderen. Schicke einen Transporter für die Gefangenen zu eurer Position. Bereit halt Verstärkung, nördlicher Platz, schnell! Und ich würde sagen, wo geht's denn hier weiter auf dem Kanal? Das Bravo sieht mein Sende blind. Hört mich wer? Ich. Ghost, hier ist 7-1. Kannst du mich hören? Jetzt gleich zick machen. Fuck, wo steckst du, Ghost? Und morgen geht's dann heiter, heiter hier immer weiter. Eventuell sind wir morgen schon mitgehen. So, hier ist Ghost, hörst du mich? Johnny? Johnny, hörst du mich? Bestätigt. Dachte, du wärst tot. Gut. Worum geht's dann? Warte, ja. Beziehungsweise auf YouTube. Ich versuche alles schnellstmöglich hochzubauen. Nicht bloß jeden Tag ein Video, sondern jeden Tag so viel wie möglich. Liegt aber auch an der Verarbeitung. Wenn die Qualität nicht gleich top ist, sonst sind 4K 60 FPS natürlich drin. Und ja. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt geil.